Wir sind in Norderstedt. Wir sind vor der Galerie Mensen. Das ist Jan Mensen. Wir kennen uns irgendwie. Hallo Jan. Bist du doof? Es fühlt sich für mich so an. Ich habe einen regulären Wochentag und man sieht's. Die Tür ist verschlossen. Draußen ist Verkehr. Ich lebe nicht auf dem Mond. Und seit einer Woche ist Umsatzrückgang. Nicht Rückgang, es ist Stopp. Ich komme gerade vom Schmuggelstieg. Da waren unglaublich viele dynamische Menschen über 70. Wir sind die Ulzburger Straße runtergefahren. Eine sehr dynamische Generation, die Auto gewaschen hat und alles Mögliche. Übrigens für Sie als Tipp, das Tattoo-Studio ist auch noch geöffnet. Ich glaube, es ist systemrelevant. Falls Sie sich noch kurz irgendwas machen lassen wollen, das geht auch. Aber was bedeutet das für dich? Ja, also im Moment ist es so, ich habe ja schon etliche Krisen erlebt und auch überlebt. Im Moment ist ja die Ungewissheit die große Problematik. Man weiß nicht, was jetzt noch geschieht. Vor einer Woche habe ich noch Verträge geschlossen und das Gefühl gehabt, naja, draußen gibt es irgendwo Länder, die Probleme haben, aber das betrifft nicht mich. Und ab Montag war die Welt anders. Und ich habe das Gefühl, wenn ich den Morgen beginne mit meiner normalen Routine und dann ein Fenster öffne, dass Sonntag ist, jeden Tag. Es ist ruhig, es ist ausgestorben. Wenn ich jetzt hier an der Ulzburger Straße stehe, in Norderstedt rollt der Verkehr, es sind Menschen auf der Straße, aber es ist eine solche surreale Situation, die kann ich gehirnlich nicht verarbeiten, weil die Dekrete und Anweisungen sind, du musst schließen. Das habe ich auch getan. Ich habe 2 Standorte geschlossen und ich habe eine junge Familie mit kleinen Kindern, die ich zu ernähren habe. Ich weiß nicht, wie lange das geht und ob ich mit diesem Mandat erfolgreich sein werde am Ende. Kannst du mir erklären, weil so viel Ahnung habe ich nicht von Politik, dass die geschützt werden sollen, Auto waschen und die eigentlich das Geld erwirtschaften sollten, wie du, machen den Laden dicht? Kannst du mir das irgendwie? Das kann ich nicht erklären. Wenn ich es erklären könnte, würde ich nicht so angespannt sein in der oberen Schulterpartie. Es ist nicht verständlich für mich, nein. Was bedeutet das für deinen Markt? Kunst ist ja eine Sache, die man kauft, wenn man wirklich eigentlich schon alles andere hat. Wie siehst du die Auswirkungen? Was wird da kommen? Naja, also jetzt bezogen auf mein Betätigungsfeld ist es so, dass ich in der Regel ja einen größeren Teil der krisenresistenten Menschen bediene. Nichtsdestotrotz ist die Situation ja hier eine andere, denn es geht ja nicht um eine Krise, die einige trifft, sondern es trifft sie alle. Und es ist schon wirklich eine fatale Situation, das kann ich anders sagen. Und ich kann nur sagen, wenn wir als Menschen uns zusammenraufen und irgendwie die Hoffnung bewahren, und auch darauf achten, dass der Kreislauf nicht zusammenbricht des Tauschens, könnte der Schaden vielleicht ein klein bisschen gemildert werden. Aber ohne Schaden werden wir hier nicht rauskommen. Ich habe natürlich auch, um zu überleben und weiterzumachen, Modelle entwickelt in dieser einen Woche aus Not heraus, über Videotelefonie Beratung anzubieten. Aber um die Frage eben richtig zu beantworten, wir gehören natürlich im Konsumschema zur obersten Gattung, die oberste Spitze der Pyramide, da sind wir angesiedelt und in einer Zeit wie dieser wird die natürlich auf ein kleines Häufchen zusammenschrumpfen und Leute kaufen eher Toilettenpapier, Desinfektionsmittel oder anderes als Kunst. Insofern bin ich tatsächlich voll von der Welle erfasst. Ne? Menschen sprechen ungern über Religion und Politik. Was würdest du machen, also wir natürlich schon, was würdest du machen, wenn du von heute auf morgen eine Frau wärst und deswegen natürlich Bundeskanzlerin? Was würdest du machen? Die Frage überfordert mich. Ich bin keine Frau und ich werde auch keine Position bekleiden, aber ich denke, es müsste in diesem Fall ad hoc, ohne Rücksicht auf Verluste, Geldfluss entstehen für alle. Und das ist kein Witz. Es müsste im Prinzip, es gibt Mittel und Wege, wie Mittel über buchhalterische Darstellungen freigeschaufelt werden, damit den Menschen geholfen wird. Sonst haben wir eine Katastrophe gigantischen Ausmaßes. Läden auflassen oder zumachen? Auch das kann ich nicht beantworten. Ich wirklich objektiv beantworten. Ich kenne die echte Gefahrenlage nicht.
Es macht alles Sinn, was man so hört, aber es gibt natürlich auch sehr viel Verschwörungstheorie, über die man sich erkundigen kann. Ich kann das alles nicht wirklich beurteilen. Fakt ist für mich, im Miteinander können Bedrohungsszenarien, Gefahrenlagen entstehen, aber sicherlich ist es gut, wenn man sich fernhält oder Abstand hält, Distanzen wahrt. Ja, das ist ja auch in unserem, was wir jetzt anbieten, ist auch die distanzwahrende Abwicklung von Geschäft. Wie gesagt, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Man hört ja alles von allen möglichen Seiten, ob alleine unser Gespräch das Ansteckungsrisiko jetzt von diesem Moment an realistisch darstellen lässt. Ich würde mir wünschen, Jan Menzen ist Bundeskanzlerin und bevor der Shitstorm total losbricht gegen uns, ich freue mich über jeden, der im Alter fit ist. Ich gebe nur zu bedenken, es wäre schön, wenn wir noch eine Wirtschaft hätten in ein paar Wochen. Und es wäre schön, wenn die geschützt werden sollen, tatsächlich zu Hause sind und geschützt werden und die anderen das erwirtschaften können, was dazu notwendig ist, um diese Menschen zu schützen. Vielen Dank. Vielen Dank an dich. Tim, sieh zu, dass du zusammenpackst. Ich denke, das gibt einen Shitstorm hier mit dem Spruch, mit der Risikogruppe. Alter, du kannst auch nicht so über die Risikogruppe erzählen. Meinst du, es gibt Ärger? Ich glaube nicht. Pass auf, lass uns wetten. Um was wetten wir? Klopapier oder was? Packung Klopapier, läuft. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.